Und willkommen damit zurück zum FIFA 15 Karrieremodus Let's Play mit den Münchner Löwen. Und ihr seht jetzt schon, der Screen ist gerade weg, den habe ich aus Versehen weggedrückt, wie ich auf den Controller gerade gekommen bin, auf die X-Taste. Aber da stand nicht viel drin, es war halt so, so ähnlich wie schon zur zweiten Hälfte, genau nach der ersten Hälfte. Halt Heidenheim schon fast auf Augenhöhe von den Chancen. Wir hatten dann am Ende, ich glaube, zwei Schüsse mehr gehabt, aber halt eben nicht wirklich effektiv gewesen. Damit haben wir halt auch das Spiel gewonnen, ganz klar. War dann doch eher glanzlos, muss man schon sagen. Haben einfach nur unsere Chancen herausgespielt. Kamen auch in die Chancen relativ früh schon rein. Schon nach 3 Minuten stand es ja 1-0. Und dann ging das direkt in die richtigen Bahnen. Da lief wirklich alles für uns. Hatte ich so auch noch nicht gehabt. Gerade im Let's Play noch nicht. Aber auch mal erfreulich, dass wir über Effektivität auch mal so ein Spiel gewinnen können. Muss ja nicht jedes Spiel so sein, dass wir den Gegner hier an die Wand kombinieren. Gucken wir mal gerade in die Kalender, wie es jetzt nochmal weitergeht. Und jetzt kommt eine Woche frei. Erstmal sehen wir gerade. Und dann kommt Lautern. Ja, und dann müsste es eigentlich schon das gewesen sein. Genau, dann ist erstmal Winterpause. Und dann geht es hier weiter mit Fürth, Lautern. Und dann kommt auch schon wieder Heidenheim. Die müssen aber dann mal zu uns kommen. Bin ich mal gespannt, wie es dann ist. Aber erstmal kommt da noch die Winterpause dazwischen. Wo wir auch noch gucken müssen, was man noch verändern kann vielleicht. Den einen oder anderen nochmal abgeben und vielleicht einen noch irgendwie dazu holen. Mal sehen, weiß ich noch nicht genau. Ich habe noch nicht so die Gedanken drüber gemacht. Gucken wir mal hier. Wir könnten Bülow verlieren, Valori verlieren und Volz verlieren. Müssen wir mal gucken. Volz, hatten wir den schon mal gebracht, wirklich? Ich weiß es nicht. Nee, mit dem haben wir nicht so viel gemacht, aber den kann man eigentlich auslaufen lassen. Ist schon relativ alt. Und von der Stärke her wird er sich auch nicht mehr steigern. Von daher, im Hinblick auf die Bundesliga eher nein. Valori, naja, ist zuletzt auch wieder rausgekommen. War eigentlich solide. Da kann man eigentlich nochmal ein Jahr drauf geben. Sehe ich eigentlich hier auch so, vor allem bei gleichbleibendem Gehalt. Das geht, das kann man in die Bundesliga mitnehmen. Nur auch so als Backup schon mal, so als hinten auf dem Hinblick darauf, wo wir auch rotieren werden müssten. Und dann sind die ja alle über ein Jahr noch. Okotie, da müssen wir dann. Radlung? Nein, Okotie will ich. Da müssen wir dann gucken. Ja, den können wir jetzt schon verlängern. Da packen wir jetzt einfach schon mal ein Jahr noch drauf. Vor allem bei gleichbleibendem Gehalt kann man das mal machen. Das gehen würde, also wenn der jetzt verlängert, das wäre geil. Aber so viel erstmal dazu. Das passt dann. Geht ja nochmal weiter. Ah ne, dann kommt dann schon Lautern. Das war doch schon so weit gewesen, okay. Wir weiterhin 11 Punkte Vorsprung. Union hat das Spiel schon gemacht. Das ist, die Sache ist eigentlich jetzt schon fast gelaufen. Auch hier sind wir ja ähnlich wie beim FM Let's Play. Da habe ich gestern die Folge zur Winterpause aufgenommen. Sind wir jetzt auch fast in der Winterpause. Also die Hinrunde ist vorbei. Bin ich beim FM gerade genauso weit fast. Also beim FM, beim 17. Spieltag aktuell. Bin ich aber hier gleich auch. Nee, und das ist auch hier schon fast gelaufen, kann man sagen. Da, wenn wir jetzt noch 3 Punkte holen würden, dann hätten wir 44. Union mit 29 auf dem Relegationsplatz. Das sind 15 Punkte Vorsprung. Das ist einfach mal schon 5 Spiele sind. Jetzt schon zur Winterpause. Naja, ich gehe jetzt nicht fest davon aus, dass wir hier diese Frequenz beibehalten, mit den Punkten zu holen, weil die wirklich krass ist. Aber ich weiß auch nicht, warum wir da jetzt so einbrechen sollten, dass wir da noch so viele Punkte liegen lassen. Vor allem, wenn man dann bedenkt, holen wir jetzt nochmal, sagen wir mal, aus den letzten 2 Spielen 3 Punkte, was ja auch wahrscheinlich ist nach der Ausbeute bisher, haben wir 44. Dann brauchen wir noch 21 Punkte in der ganzen Rückrunde zu holen, um den Aufstieg festzumachen. Das ist echt wenig. Weil guckt, 21 Punkte. Das ist vom Durchschnitt, ja, sieht man ja auch hier. Gut, hier ist es ein 7. Platz, jetzt aktuell. Aber wenn man sowas in einer Halbserie halt holt, das ist normalerweise so knapp über den Abstiegsplätzen. Also sollten wir das doch locker packen. Und dann bin ich auch eigentlich optimistisch. Labern wir mal nicht mehr lange drum herum. Gucken wir hier rein. Das passt aber eigentlich. Und da kann man eigentlich sogar die von Heidenheim nochmal laufen lassen. Ja, das passt. Wobei ich nicht weiß. Ah, probieren wir es gegen Lautern nochmal mit einem 4-2-3-1.
Ich habe irgendwie schon die ganze Zeit da, bin schon da drauf gegangen. Probieren wir mal das hier. Das gefällt mir nämlich eigentlich ganz gut. Nein, nicht rausgehen. Okoti in der Spitze ist klar. Rahmen auf links ist auch irgendwo klar. Adlung hinter Okoti auf jeden Fall. Und dann irgendwo mal hier Simon auf rechts auf jeden Fall. Stahl in ZDM, das passt auch. Dann holen wir Anand mal wieder dazu. Und dann passt das wirklich. Ne, das will ich nochmal probieren, weil gegen Lautern hat es ja auch im Pokal gut funktioniert. Und bisher sind wir damit eigentlich auch ganz gut gefahren. Bringt aber auch nochmal den Kagelmacher für Valori. Und ansonsten passt es dann wirklich. So können wir dann gegen Lautern reingehen, wo wir hoffentlich wieder 3 Punkte holen werden. Gucken wir mal, wo Lautern jetzt steht. Die bisher unter ihren Möglichkeiten deutlich spielen, sieht man auch hier. Auf dem 13. Platz mit 17 Punkten, absolut enttäuschend. Da geht eigentlich mehr für die. Hätte er erwartet, dass die um den Aufstieg mitspielen. Man muss überlegen, das war die erste Mannschaft, die uns am Rande einer Niederlage hatte. Bisher gab es ja nur eine Mannschaft, die uns schlagen konnte, und das war Mainz. Aber gegen Lautern war es auch schon sehr, sehr eng, auf jeden Fall. Ja, aber ich will nicht mehr drumherum labern. Wir gehen hier gleich ins Spiel gegen Lautern, und ich hoffe, dass er dann dabei sein wird. Also bis gleich. Ciao, ciao.